Yuan Shao suddenly heads south towards Cao Cao's territory and steals the elixir that Lu Bu had been safeguarding. Yuan Shao now commanded an army of demons, striking fear into the hearts of many and allowing him to secure footholds across the land. With tiredness and fear spreading among his men, Cao Cao faced crushing odds, but his star burned yet brightly. He roused his loyal army and went out on an all-or-nothing attack. Yuan Shao's forces have taken the Yanjin Fort. Our vanguard heading for Baima has been taken out by the enemy generals Yan Liang and Wen Chou. You have treated me with such kindness. Allow me to return the favor, Minister Cao. I shall bring you the enemy commander's head. How many men will you need? One. I will need just one. Wen Xiao's forces are strong. Be careful. So, m'lady, what do the stars tell you now? We shall only know when this battle is through, my lord. Das ist mal eine echt gute Wahrsage. There's one primary strategic point on the river crossing here in Baima. The one who takes it can prevent enemy reinforcements. Exactly. Cao Cao will do everything in his power to cover his losses. However, our goals are different. We must find the Taoists who killed our father. Cao Cao's army has reached Baima. I want Shao Aman's head now. Yes, my lord. We will do whatever it takes. Do you hear me? Let none say we lack forces anymore! Mehr Elixier. Without my sworn brothers by my side now, it is but you I can entrust my life with. Mal kurz nochmal in Grafik rein, weil ich habe vorhin vergessen, ihr schaltet ja immer wieder dieselben Sachen an. Filmkörnung, Bewegungsunschärfe. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das nicht so gut funktioniert. Und das Green Space Reflection und Umgebungsverdeckung schaut in hoher Qualität schön und gut, aber dadurch habe ich dieses Flickering manchmal. Also das Flackern. Wo die Entwickler es geschrieben haben, installiert einfach die aktuellen, also die neuen Grafiktreiber. Teil 6. Der blutrote Kristall, Drachenheilungspulver. Stufe 76. Wir haben ja eh erstmal noch ganz viel auszugeben für einen Stufenaufstieg. Prediger des dunklen Pfads. Nach Lu Bus Tod kamen die schrecklichen Verbrechen von Zhu Ji ans Licht. Seine bloße Existenz erfüllte viele Herzen mit Angst, und da seine Macht ein Quellort der Eifersucht vieler von der Dunkelheit verdorbener Hexer war, war es nur eine Frage der Zeit, bis einige von diesen in seine Fußstapfen traten.
Es mag jetzt noch nicht möglich sein, Zhuji zu vernichten, aber das Böse, das sich im Land verbreitet, muss aufgehalten werden. Schalte die Hexer aus, die ihm nacheifern, und bereite den Weg für eine friedliche Welt. Wir haben so viel getötet und abgeschlachtet. Ich weiß nicht, ob hier noch friedliche Welt ist. Alles Massengräber. Eine Fahne, also nur ein Kampf. Hat sich wieder unten verstellt gehabt. Manchmal kommen die aus Versehen auf das Steuerkreuz. Das wird ja wohl nur die erste Welle jetzt gewesen sein. Hat einer geschrieben unter dem Video, dass der Affe so schwer sei. Aber das ist der einzige Affe, den ich kenne. Und der Affe war als Boss auch nicht besonders schwer. Hat mich so ein bisschen irritiert. Du bist gebufft. Das muss aufhören. So, jetzt bist du nicht mehr gebufft. Jetzt können wir reden. Du Scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. Komm mal her. Ja.
Man vergisst, dass sie mit Y ja schwächen kann in der Standhaftigkeit. Also mit der Y-Attacke. Hab ich dich. Deine Affe. Was ist los, Jack? Was kann ich dir tun? Gutes tun. Alles gut, ist nur ruhig geworden. Es ist halt spät. Ich habe den Stream ja auch erst sehr spät angemacht. Und das ist dann schon normal, dass Leute eher noch so reingucken, ein bisschen zuschauen. Aber Chat-Aktivität ist nie groß nachts. Außer wir reden über Ärsche. Dann kommen alle wieder. Und über Poos. Okay, Cerberus ist noch voll da. Wobei, das ist bestimmt nicht der letzte, ey. Also der Gegner. Danach kommt bestimmt noch eine Welle. Scheiße. Zu früh. Wieder zu früh. Na komm. Geht doch. Ach nee, das war doch der letzte. Damit sind alle Hexer tot. You did it. I applaud you for taking down that scoundrel of a warlock. Bringing order back to this chaotic age requires that we discern who is genuinely virtuous and who is a wolf in sheep's clothing. You see that? Leaping into the air, Baizu signals to us that our bonds grow yet closer. Geh mal zum verborgenen Dorf zurück. Was ist jetzt der einzige Nebenschauplatz? Ah ne, ich muss auch komm mal her, reisen. Ist der Schnapshändler wieder da im verborgenen Dorf? Welcher Schnapshändler? Oder meinst du mich als Schnapshändler? Der blutrote Kristall. Um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Bruders zu erfüllen, die Welt vom Übel des Elixiers zu befreien, entschied Hong Jing, dass sie stärker werden müsse als die allmächtige Xi Xi. Du hast sie durch unzählige Strapazen begleitet, du erkennst ihre unverrückbare Entschlossenheit. Deshalb kannst du ihre Bitte nicht ausschlagen, ihr Können auf die Probe zu stellen. Ach, wenn sie so gegen mich kämpft, wie gegen ihren Bruder, wird das ja kein Problem.
Du bist der Dealer, das habe ich mir gedacht, mit den Hüllen für den auf den Turm. Das ist eh super gefährlich. Der springt bestimmt irgendwann runter, wenn er so total drauf ist. Ich schlage keine Frauen, aber ich schlag sie. Was? Vielleicht sowas sagen wie, aber ich schneid sie. Du bist eine sehr auf Zauber orientierte Dame. Und zwar nicht wenig, ey. Haut aber gut rein, ey. Wenn ihr mich mal trifft. Gute Nacht, Jack. Doch nicht. Die ist wieder meinem Stun entflohen. Endlich mal. So. Boah, willst du mich verarschen? An den Schleim kommen. Ach, der Teleporter. Yeah!
Die muss von der Wand weg. Nein, das kann nicht sein! Ja, das ist leicht dezent nervig. Das war jetzt zu offensiv. Ist halt schon doof, weil das ja eigentlich Zaubern Stabilität kosten soll. Aber das passiert ja bei der nicht. Die zaubert ja ohne, dass die Nachteile hat. Hey, warum komme ich nicht in den Kontermodus? Wenn sie mir auf den Sack geht, muss ich sie halt unter Druck setzen. Sehr schön. Am Bab gestorben. It seems you just keep on getting stronger. Also am Debuff. Warum die arme Frau? You stayed true to yourself, finishing it with that single strike. Das war ein Sparring. It made me think of all your heroic actions up until now. Anyway, let's get back to the village. Wobei, ja doch, zum Schmied einmal. Zu Schmieden. Zum Schmied Schmieden. Nein, die wird nicht getötet. Das ist eine meiner Verbündeten. I could use some more sleep. Maybe I'm overworking. Hallo, ich komme so selten zu dir.
Oh, wo kommt der eigentlich her? Bogen des fliegenden Generals. Der muss ja irgendwann mal eingesammelt worden sein. Welcome. Das war nur eine vierer Armbrust. Also Seltenheitsstufe. Level 81. Gibt gerade keine Gegenstände. Aber wir müssten. Ich glaube, jetzt haben wir eh wieder nur die Haupt. Ja. Fragen 8 Leder, Bronze Doppelschwerter, Schwerter, Kleidung als Heilscheinbanditen. Und da müssen wir an die Fahne mal Verstärkung gucken. Weil ich habe bestimmt wieder so ein paar Schälchen, um die Beziehung zu verbessern zu Einzelnen. Ja, bestimmt den Chu holen. Chu? Der eigentlich gerade den bösen Zauberer sucht. Geil, ne? Ich habe mir alle Namen gemerkt. Der Typ, der so böse ausschaut. Ne, das ist gar nicht zu, das ist gar nicht verfügbar hier. Da weiß ich mich noch, es war ja ein roter. Blutsbruder. Stärkung nach tödlichen Angriff. We could have no trustier ally. Ja, tödliche Angriffe mache ich ja viele. Also nur um ihn jetzt als Gefolgsmann mal eben mitzunehmen. It in my heart. Brother still lives. Ida too. I know I shall be reunited with them once more. Opfer ich mal ein Getränk. Ach so, daran sei gestorben. Weil die Leute einfach aus der Seite von der Seite runterhüpfen. Und vielleicht sterben einige dabei sofort, wenn die Rüstung nicht gut genug geupgradet ist. Was
Wishing for victory can oft lead to defeat. Step back. I shall handle this. Das war's. Nimm das, Hexer. Na toll. Ja, super. Den Tiger auch von hier oben angreifen. Oh, hier ist auch wieder einer gestorben. Weil der Schütze ihn wahrscheinlich sofort geheadshottet hat. Alter, für mich einfach zu schnell, Junge. Halt, stopp. There might be something around here. Ha. So weit kann ich springen. Schön. Möchte aus dem Chat jemand über was reden? So ein bisschen aufgelockerte Entspannung. Ich werde übrigens nur die Stage noch machen. Also ich wollte jetzt nicht die ganze Nacht durch spielen, aber ich wollte auf jeden Fall halt ein bisschen weiter spielen. Weil ich hoffe, dass wir morgen das Spiel abschließen können. To take that. It is quite the article. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, aber ich denke mal, es kommt vom Zeitlichen hin. Ich muss auch sagen, eigentlich war ich bei dem Spiel ja echt dumm. Also ich habe es ja echt sehr früh schon bekommen. Wann willst du morgen denn starten? Also morgen würde ich dann eigentlich auch, nachdem ich gefrühstückt habe, mit dem Hund draußen war, möchte ich theoretisch dann schon loslegen. Tagsüber. Ich muss nur gucken, ich habe morgen einen Termin wegen einer Kampagne auf meinem Kanal. Was sind die Max-Stunden für das Spiel? Ich glaube,
Also Story kann man wohl in 40 Stunden durchspielen und 60 Stunden, um alles zu machen, also mit den Nebenfeldern. Also das finde ich schon recht viel Inhalt. Wenn man bedenkt, dass die Felder ja, also beziehungsweise die Schlachtfelder ja instanziert sind, ist das schon ganz ordentlich. Klar, Ellenring konntest du weitaus mehr Stunden noch versenken, aber ich finde halt immer so 40 bis 60 Stunden sind für ein Spiel super angenehm und vollkommen in Ordnung. Gute Nacht, Xenom. Jetzt überlege ich gerade, ob der da schläft oder tot ist. Ah, er schläft. Das ist natürlich Geschmackssache. Manche haben ja Assassin's Creed mit über 100 Stunden irgendwie gemocht. Aber ich finde das immer so massiv dann. Und irgendwie auch irgendwann fühlt sich das aufgebläht an. Komm. Tiger gegen Tiger. Oh, habe ich gar nicht gebraucht. Ich sehe jetzt gerade, was für kleine Arme der vorne hat eigentlich. Ist er eher wie jemand mit einer körperlichen Einschränkung? So, Rang 9 Start ist die nächste Stufe für die Upgrades der Waffe. Moment. Ist das jetzt der richtige Weg oder ist das jetzt optional, was ich hier gerade mache? Doch, das ist der richtige Weg, weil vom Tor ging es ja nicht mehr weiter. Was sind die nächsten Projekte? Ich muss dir sagen, dass mein Projektplan, beziehungsweise was jetzt so kommt, gar nicht so viel drin ist. Also ich glaube, die nächsten Tage war jetzt nichts Großes. Wobei, es kommt ja manchmal auch überraschend etwas. So, was wollte ich eigentlich sagen? Vorhin wegen, bei dem Spiel hier war ich eigentlich doof. Weil ich habe das, ich habe glaube ich 4 Wochen vorher schon den Zugang bekommen für Wolong. Und hätte halt sehr viel schon spielen können vorher. Naja, wenn ich nicht so viele andere Spiele so viel gespielt hätte. Aber es ist halt immer so ein Management-Ding. Hätte ich mich hier darauf konzentriert, hätte ich dann irgendwelche Boss-Guides oder sowas machen können. Und dann wäre ich nahezu einer der Ersten gewesen, der sowas dann direkt veröffentlicht. Ich
Aber ist ja nicht schlimm. Es macht trotzdem viel Spaß. Auch wenn ich zwischendurch mal zu viel fluche. Das ist auch genau die Herausforderung, die ich mal gebraucht habe im Moment. Das ist nix. Da steht ja bestimmt einer um die Ecke. Es ist ja jetzt, ich glaube, nächste Woche Diablo 4 Beta oder diese Woche. Also wir sind ja schon in dieser Woche. Also da wollte ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Gute Nacht, FDAX. Aber ich weiß gar nicht, was diese Woche war, nächste Woche. Aber schon bald. Wie wär's mit den ersten beiden DLCs von Midnight Sun? Gerne, FDAX. Schlaf gut. Immer wieder gerne. Ach so, das ist die Abkürzung. Das ist Top of the Point vorstanden. Dass wir jetzt weiter ins Innere kommen müssen. Markiert, aber
Wahrscheinlich ist die Markierung nur da, um es zu zeigen. Du kannst hier an der Ecke ein Stück hoch. Aber irgendwo muss es nach rechts weitergehen. Na komm, du musst sterben. Heft ihm eben. Sorry, stayed again. Ja, sonst wäre mir das hier auf jeden Fall zu lang auf die Nerven gegangen. Dumm. Dumm. Da ist die Brücke, über die sind wir schon gegangen und hier oben waren wir auch schon an der Seite. Da bin ich nämlich hier nämlich zurückgesprungen, obwohl ich dann am besten hier runter, also hier runter gehen hätte können. Mein Gott, was ist mit meinem Deutsch wieder los? Die Sperrtypen sind auch lästig für mich. Sagen wir, fast alles könnte lästig sein. Dumm, dumm. Ist noch einer von den Dicken. Okay, hier ist auch wieder eine Absperrung. Ah ne, Moment, jetzt sind wir wieder im Kreis gelaufen, jetzt sind wir wieder am Tor, ne? Aha. Von der anderen Seite geöffnet werden. Also wieder übers Dach. Koala ist mir nicht so wichtig. Koala sei schon, der Panda. So, das ist dann auch das Loch, wodurch der eine Typ gefallen ist, der mich dann unten am Tor angegriffen hat. Du
Ich habe Rüstung der tapferen Vorhaut gelesen. Ah, da ist eine Abkürzung. Da muss ich aber irgendwie von der anderen Seite rankommen. So, und hier ist wieder die Brücke, ja. Das habe ich im Gehirn habe ich jetzt genau gespeichert, wie alles hier aussieht. Stand ich schon vor. Wir sind aber viele gestorben. Okay. Machen wir dich zuerst weg da oben. Gestorben. Doch nicht wegen dem einen Caster da oben. Da liegen noch ein paar auf dem Boden. Naja, so brutal ist das jetzt auch nicht. Erfolgreich für Xiong-Xian. Es gibt noch eine Nebenfahne. Gibt es hier schon einen Miniboss? Ich glaube nicht, dass er tot ist. Ich
Okay, wir müssen gegen euch beide kämpfen wahrscheinlich. Oh, ich hasse es, wenn wir in Überzahl sind. Deshalb, einer muss schnell sterben. Sehr schön. Jetzt können wir uns mal den anderen mit dem Hammer angucken. Oh nein, man muss sie gleichzeitig töten. Kannst du dich von hier weglocken? Der Dick hat die Elvis-Tolle. Hast du gut gemacht. War's schon. Magnificent. Now we've taken Baima back. Yunchang. It's spring. A fine season to set out on a journey. In Yanjin, some are saying that Qinlong descended from heaven, and that he has been imprisoned by a human. Can it be that my brother is there? Why not visit this rumored location and find out what is going on? We've brought the horse that was tethered in the stable! Red hair! It's alive! It can travel 1,000 miles a day, but it is said that it chooses its master. Seems there was nothing to worry about. I should have expected nothing less. Just a small gift. You may set out on your journey now, Yunchang. Without fail, I, Guan Yu, shall repay this favor someday. Yeah. I hear Yanjin Fort is already a den of demons. Will you lend Yunchang your aid? Yeah! Es ist eigentlich, als wenn man Monster Hunter spielt die ganze Zeit. Keine Sprache. Ida! So, you're alive. You went over the Cao Cao! While I was searching for our brother, you! Wait, Ida! I know where our brother is! I won't let you off that easy! Uh.
am no liar. By the Azure Dragon Crescent Glaive, I swear it! What can I say? I believe you then. Waffenschwur. Ich muss nicht mal sagen, da ich schwöre. Das ist übrigens immer noch dieselbe Karte, das war nur eine längere Zwischensequenz. So, Hong Jing hat dir ein Replikat ihrer geschätzten Ausrüstung gegeben, nachdem du einen Schmur mit ihr geleistet hast. Wir sind schon voll, wir können nicht mehr Leute mitnehmen. Man sehe mich unbeeindruckt. Achso, wir sind Moralrang 21 schon. Weil auf der ersten Karte so gründlich war. Düt. Für den Move versaut. Die Frage wäre eigentlich auch mal, gibt es überhaupt noch Volk hier? Das ganze Landvolk wurde doch einfach schon abgeschlachtet. Uralte kaiserliche Gräber. Sprich Freund und tritt ein. Regular statue would suit such a dubious air. Upsala. Is this where I am to die? Ja, doof. Ich dachte, das sah aus wie Boden. Oh,
aber nicht ganz so tiefes Wasser. Ich hätte heute übrigens gern Lorian. Ach, ihr wisst was, ihr wisst alle eh, was ich alles meine. Ihr wisst eh, was ich meine, so. Geguckt, aber ich war ja, also meine Freundin war ja mit bei meinen Eltern, haben halt nur gegessen, haben Grappa getrunken, Himbeer-Erdbeer-Grappa, glaube ich. War aber ganz lecker. Da konnte ich mit meinem Vater nicht Serie gucken. Komme echt nicht mehr dazu, unsere ganzen Serien zu gucken. Weil häufig auch dann ist, dann sagt meine Freundin, nein, ich will das mit dir gucken. Und dann dauert das halt länger. Weil die hockt sich halt, also die kann schon eine Serie von Anfang bis Ende gucken am Stück, wenn die Bock hat. Aber das ist halt nicht wie bei meinem Vater immer so gegeben. Und ich darf dabei nicht einschlafen, das ist auch schlimm. Die kontrolliert mich, ob ich wach bin immer wieder. Denkst du so, ja, aber ich kann doch auch einschlafen. Frauen. Das soll mal einer verstehen. Statue. Dass sie sich so roboterartig bewegen, finde ich es irgendwie schwerer, die zu kontern. Ich weiß auch nicht warum. Manche Takte liegen mir einfach mehr. Das kann nicht sein. Ich wahrscheinlich nicht drauf hüpfen können. Okay, ja. Wir sind jetzt genau dahinter, wo die Treppe war.
Weg, weg, weg! Großer Kristall, das war halt ein Kies. Nur mal kurz gucken, ob ich nicht schon wieder, ja, Drachenader-Essenz irgendwann mal zwischendurch aufgesammelt. ...30.000 bringt der. Das war mal viel. Okay, ihr werdet beide mich angreifen. This foe is no greenhorn. Do not let your guard down. I'm going to be stopped here. And like this, I shall repay this kindness. I promise you that. Ja, ist überfordert, wir sind zu viele. Er sieht aus wie der Blitzgott, den wir schon mal getötet haben. Ja, ist er auch. Lass mal gucken, ob hier noch irgendwo Statuen sind, die meinen Kampf stören können. Noch ein Drachenader-Kristall. Ich glaube, ich habe jetzt schon 10 Heilungen. Das finde ich aber inzwischen sogar wirklich sehr viel. Ja, gegen den zu sterben ist auch eine Schande. Weil siehst du, der kann doch nichts. Nicht sterben. That was cutting it close. My thanks for the assistance. Kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. Scheiße. Ich hätte jetzt schon gedacht, jetzt sterbe ich hier gegen den Igel, den ich schon 10.000 Mal getötet habe.
Okay, krass. Bin jetzt aus Versehen eigentlich nur noch mal hochgegangen, weil ich so gedacht habe, vielleicht kommen wir durch die Mine ja noch irgendwo da oben hin. Das ist ja jetzt schon die vierte Fahne. Also kann ich auch weiter. Der wahre Weg ist nämlich hier lang. Ja, er braucht Allianzen, weil sonst können wir ja keine Leute mehr töten. So, kommt er die Treppe hoch? Ja. Dann kommen ja Chen-Tai. Unaufhaltsamer Standardträger. Na, unaufhaltsam. Ist vielleicht nicht so richtig. Dö, dö. Eingeklemmt ist halt scheiße. Ist mir am Anfang auch immer viel passiert. Hättest du mehr trainiert, wird dir das nicht passieren. Hat er gerade einen angezogen? Ja. Long nach Hause, Feierabend und Wochenende. Bringt mir neue Beine, Morgenproof. Ich grüße dich, Hund vor. Schön, dass du da bist. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Tut mir leid, es ist schon relativ. Du hast ja, wo lang? Nach Hause, Feierabend und Wochenende. Dein Wochenende fängt an einem merkwürdigen Tag an, aber ist ja bei manchen so. Sind auch schon wieder so viele Fähnchen. Der ist auch ein wahrer. Ein wahrer Krieger.
Ich bin ein noch stärkerer Krieger. Such a fine display. Tja. Immer positives Feedback geben. Ist wichtig für die Arbeitsmoral. Bei so einer Invasion. Ich meine, beziehungsweise beim Töten von Feinden. An sich wären wir, glaube ich, eine Invasion ab. Oder wir erobern das zurück, was uns geklaut wurde, was uns gestohlen wurde. Hm, 6 von 7 und es kommt eine Sequenz, wenn wir dann reingehen? Also wir haben jetzt 6 Fahnen von 7. Where are your precious sworn brothers now? Where are your allies? You understand, surely. Bonds are as useful as they are ephemeral. And yet, I still choose to believe in the strength of my brothers. Brother! You and Shao! Don't you touch him, you cur! You are all bound together in life. And so too you will be in death! So, Ida, forget about me! Run! Brother, what's happened to you? Wie viel muss ich denn noch töten? And leave you. No chance. Vor allem alle werden ja einfach nur dämonisch verwandelt und dann, ja, jetzt wird Zeit zu sterben. Das ist ein bisschen schneller mal. Deshalb, ich lasse ihn erstmal ein bisschen auf mich einschlagen. Geschätzt mit dem Timing. Ich glaube, ihr seid jetzt nutzlos langsam. Ja.
Scheiße. Ich lasse euch jetzt liegen. Ihr seid mir keine Hilfe. Jetzt sagen wir mal, wie ich dann in dem Moment das zurückwerfen soll. Ja, du wirst ja ein bisschen Glück brauchen. Was mich aber wirklich wundert, ich habe wohl anscheinend eine von den Hauptfahnen nicht gefunden. Das kann eigentlich nicht sein. Du kommst ja an allen Hauptfahnen-Spots vorbei. Das hier war ja sehr linear vom Gebiet her. Ich kann sagen, ich vergessen habe einen zu stellen, naja. Boah, da warst du nicht da. Also, du bist ja noch nicht so lange da. Ich hab doch gedrückt. Ausweichen. Wollte eigentlich gucken, ob irgendwo hier am Anfang noch ein Fähnchen. Also hier kann es eigentlich nicht sein. Es muss eigentlich im ersten Gebiet gewesen sein, wo der Nebel war. Aber nur 18 Moral haben gegen den ist echt nicht viel. Die aber auch nicht kaputt machen. Ja.
Komm, einmal darf ich dich wiederbeleben. Jetzt war noch nicht in der schweren Phase. Die haben immer auch kleine Lücken, sehe ich gerade. Wo man theoretisch dann keinen Schaden bekommt. Boah, ein Treffer und ich bin einfach halb tot. Müsste ich vielleicht mit dem Zauber irgendwas dazwischen machen. Er macht auch keine kritischen Attacken gerade mehr. Super lästig, ey. Scheiße. Ich kann mich nur aufs Blocken konzentrieren, beziehungsweise aufs Kontern. Scheiße. Zu früh ausgewichen.
gucken wir mal. Zauber. Das ist ja auch so ein Blitztyp. Also Holz. Metall kontert Holz. Aber Metall ist ja Gift. Das ist ja... ist ja das, was ich habe. Aber der ist nicht auf dem Boden. Also wenn ich mir das damals richtig aufgeschrieben habe. Ansonsten würde Erde das kontern. Aber glaube ich nicht. Holz kontert Erde, Metall kontert Holz. Danke fürs Folgen, Kirach Itzu. Kirach Itzu. So. Nehmen wir die elementare Seuche noch rein. Lebenskraft absorbieren benutzt ja zurzeit eh nicht. Mit Hong Jin. Du bist Casterin. Oh, Scheiße. Jetzt war ich kurz abgelenkt, weil der Hund plötzlich hier aufgesprungen ist und aus dem Körbchen gefallen. Moment. Dann sterbe ich halt einmal. Du bist kein guter Gamer. Ja, Entschuldigung. Der Hund ist gerade... der Hund hat sich gerade merkwürdig verhalten. Und ist hier rumgetorkelt. Ich glaube, der hat was Schlechtes geträumt. Da muss ich mal eben kurz kontrollieren, dass irgendwas, ob irgendwas ist. Weil der hat heute auch massiv gesabbert und wenn das nicht aufhört, muss ich halt zum Tierarzt und das kontrollieren. Vielleicht hat er irgendwas an den Zehen. Attacken machen. Ich fasse es nicht. Und der hat einen Debuff.
sehe schon, das ist wieder so ein. Das ist ein Boss, den ich liebe. Ein Dieb, auch da ist ein Buff. Kannst du mal die anderen auch angreifen? Ist damit überfordert, den auszuweichen. Kontert keine Zauber, das ist das Problem. Die sehen Zauber als unkonterbar. Hat sehr gelohnt. Hm.
Ja, das gibt's einfach nicht. Eine Kacke. Entschuldigung, aber es ist wirklich scheiße. Der Boss ist einfach viel zu schnell und seine Casts sind einfach viel zu stark. Oh, ich glaube, er hängt fest. Das finde ich okay. Come on, bring it on. You're going to be stopped here and like this. Du willst mich doch verarschen. Auch wenn er kurz in der Ecke mal festhängt, mir ist das egal. Geschafft ist geschafft. Vor allem, weil ich glaube, dass die Debuffs, also die Zauber, auch was gebracht haben. Brother, come to your senses!
My heart was true, yet I lacked the strength to carry out what needed to be done. We who were born apart shall die together. That was my oath to Yuncheng and Yida, and so we made our first step out into the world. I have fought hard and lost so very much, nearly even my life. But even in my darkest moments of despair, there was one thing I never lost: the belief in my brothers. You showed me my beliefs were not misplaced, and so, with even stronger bonds to support me, I shall continue to strive forward. He's awake! Brother! The memories of you and my brothers here quelled the raging demonic chi within me. I will always remember what you've done. I will have to find a way to repay you. I know. Why don't we watch the blossoms? I know a good spot for it. Sounds good to me. But our battle is far from over. Yuan Shao would have all the land fall under the thrall of his demonized army. There was an unearthly sky reaching over Guandu. Are you saying that's Yuan Shao's doing? It is only by your hands now that this tyrannical rampage can be halted. We will do what we can here. Return to Minister Cao. We must do everything in our power to stymie the ambitions of Yuan Shao. Tütütüt. Qing Long. Den Namen kann ich mir merken von der Bestie. Was hast du bis jetzt alles am besten zur Auswahl? Ja, 8 verschiedene, glaube ich, sind es jetzt schon. 2 von jedem Element. Zhongmo, our aim is set. Ah, nee, stimmt gar nicht. We ride into Guandu Fort. To take his head. Oh? So then, that's your answer. I need only one who bears the blood of the Sun lineage. Those who disobey me shall receive a similar fate. Brother! Elder brother! Join me, or follow your father and brother into hell. Now, what will you do? Son Chuan. Loyal to the last, indeed. I command you all, defeat Yuan Shou and end this war! Schön und gut. Das könnte sogar wirklich die letzte Karte sein.
kann ja sein. Shou Anshu, das ist dann Ende des Krieges erstmal. Jetzt haben wir aber ein paar Nebenschlachtfelder noch. Die würde ich ja wieder als erstes machen. Tja. Aber das machen wir erst morgen.